Religiöser Komplott. Ah, die kriegen wieder ein bisschen Zulauf. 233, aber der Balken ist noch nicht voll. Und wir haben wieder ein Dilemma. LGBT-Unterricht an Schulen. Die sexuelle Bildung an Schulen ist immer ein politischer Ringkampf, der aktuell wieder ausgetragen wird. Die Frage, ob wir Kinder über die Existenz gleichgeschlechtlicher Paare und Beziehungen aufklären sollen, wird derzeit heftig in den Nachrichten diskutiert. Sie müssen Stellungnahme beziehen, ob sie den LGBT-Unterricht an Schulen gutheißen oder nicht. Pro LGBT-Unterricht, Schulen existieren, um Kinder zu bilden und auf das spätere Leben vorzubereiten. Und gleichgeschlechtliche Beziehungen sind ganz offensichtlich Teil unserer Gesellschaft. Versetzen Sie sich nur einmal in die Rolle eines Kindes, das seine eigene Sexualität in Frage stellt. Sicherlich ist das das Beste für Sie, wenn Sie von Ihren Lehrkräften die Wahrheit erfahren, anstatt dem Druck religiöser Obrigkeit oder von Eltern mit extremen Ansichten ausgesichert zu sein. Oder Kontra-LGBT-Unterricht: Kinder sind mit dem Thema Sex und Beziehungen nicht schon genug überfordert, ohne dass wir auch noch extrem liberale Propaganda über Genderfluidität einbringen. Die Schule ist nicht der Ort, an dem diese Problematik diskutiert werden sollte, und die Kinder stellen ihr Geschlecht doch sowieso noch nicht in Frage. Da schwillt mir der Kamm, wenn ich sowas vorlesen muss. Ich mache es kurz und bündig. Ich bin pro LGBT-Unterricht, weil ich gerne dahin möchte, dass irgendwann tatsächlich die Institution Schule mal wieder dafür da sein sollte, dass tatsächlich sie Kinder auf das spätere Leben vorbereitet. Was ich damit implizieren will, ist, dass das heutzutage nicht so ist. Und ich bin für Pro-LGBT-Unterricht. Ja. Also grundsätzlich bin ich natürlich ganz bei dir. Wir müssen hätten wahrscheinlich sowas wie die Frage nach dem darf die Bäckerei ein gleichgeschlechtliches Paar nicht bedienen? Ja, so Ja. funktioniert's. Die hätten wir so nicht gestellt, wenn Lebensrealitäten von anderen Menschen anerkannt und akzeptiert wären. Insofern würde ich es natürlich befürworten, dass wir den Unterricht einführen, möchte allerdings darauf hinweisen, in diesem Spiel, dass wir immer noch ein super konservativ und eher religiös geprägtes Land sind. Und jetzt hatten wir das gerade so geschafft. Aber es ist die Frage wieder, was leben wir vor und was ist uns wichtig? Ich glaube, das ist auch eigentlich noch mal eine ganz spannende Diskussion, wenn wir sie im Kontext dieses politischen Systems der Bundesrepublik betrachten. Weil es gibt teilweise richtig tolle Gesetze, ob es nun das Antidiskriminierungsgesetz ist oder schon allein der Artikel 1 des Grundgesetzes. Aber das, was die Leute draus machen in ihrem normalen Leben, ist ja im Endeffekt das Entscheidende. Du kannst das coolste Gesetz haben, wenn es nicht durchgesetzt wird und wenn es im Lebensalltag quasi nicht ankommt, dann bringt dir das jetzt irgendwie auch nichts. Dennoch kann ich einfach nicht anders als sagen, ey, komm, lass uns die Lebensrealitäten in der Schule so darstellen, wie sie sind. Dann können wir wenigstens davon ausgehen, weil es qualifizierte Pädagoginnen und Pädagogen sind, die entsprechend fort- und weitergebildet wurden, dass man eben tatsächlich einen ideologiefreien Unterricht macht. Ja. Aber was sagt denn The Real Panzer dazu? Der darf ja mitentscheiden, oder? Oder Ja. entscheidet er bei was anderem mit? Ja, ich hätte jetzt Ich weiß gesagt, nicht. die nächste Politikentscheidung, wir können mal gucken, was noch so zur Auswahl steht oder in welche Richtung es gehen soll. Ich hätte jetzt die Politikfelder genommen, aber The Real Panzer, The Geburtstagskind, hätte ich, ja, kann hier auch mal seinen Senf dazugeben. Oh, und da fehlt mir ein, dass ich vorhin eine Frage gar nicht beantwortet habe vor der letzten Pause. Und zwar, warum ich der Meinung bin, dass nur weil es eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau gibt, es nicht unbedingt heißt, dass es auch eine Gleichberechtigung Stimmt, ja. und Gleichstellung aller gibt. Egal welcher Geschlechtszugehörigkeit, welcher sexuellen Identität. In dem Fall ging es um die Geschlechtszugehörigkeit. Und das hat ehrlich gesagt
vorrangig was mit den Äußerungen aus dieser alten Feminismusbewegung zu tun. Irgendwie, die ich auch so in den letzten Wochen und Monaten immer mal wieder gelesen habe. Weil für mich als, mir ist es ehrlich gesagt, es hat noch nicht mal was von für mich als Frau. Ich fände es total gut, wenn die Leute in sich so ausleben können, wie es für sie richtig ist. Und wenn ein Mensch für sich merkt, er oder sie ist im falschen Körper, hat das Gefühl, er oder sie Rerolling, fairerweise, sondern ich spiele an auf die Emma-Herausgeberin. Alice Schwarzer, die auch immer mal wieder quasi pro Frauenrechte ist, aber für sie sind halt Frauen Frauen und hat da auch noch ein sehr einfaches Bild von Geschlechtern. Also Transfrauen sind keine Frauen, sondern genau. Ja. Und das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die es in der Frauenbewegung gibt und das weiß ich deswegen, weil eine Freundin von mir in einer Antidiskriminierungsstelle in einem westdeutschen Bundesland arbeitet und wir das auch immer mal wieder als Thema haben. Bei mir das auch gar nicht so bewusst war. Und die sich aber damit praktisch auseinandersetzen müssen. Weil, naja, auch Menschen sind halt Menschen und Menschen haben bestimmte Bilder im Kopf. Und das genau wie ich nicht von jedem Menschen erwarten kann, dass er oder sie interkulturelle Kompetenzen hat, ob es jemand ist, der in Deutschland geboren worden ist, ob seine Eltern in Deutschland geboren wurden, wie auch immer. Ich kann nicht erwarten, dass die interkulturelle Kompetenzen haben, aus irgendeinem Land nach Deutschland gekommen sind. Das ist halt genauso ein Fehlschluss. Genau wie es ein Fehlschluss ist, dass die Frauenbewegung ganz automatisch sich auch für die Rechte von Transfrauen einsetzt. Leider. Ja. Und The Real Panse hat gesagt, pro LGBT, das gesellschaftliche Umfeld ist der in der Entwicklung ist gerade in den entscheidenden Jahren eben die Schule. Also würde er das auch sagen, dann klicke ich das doch mal. Liberale und Jugend finden das gut. Ja? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich die ganze Zeit davon ausgehe, dass der Real Panse ein Mann ist. Auch geil. Weiß ich gar nicht. Nee, aber ich gehe automatisch davon aus. Wollte ich nur mal sagen. Es ging nicht darum, dass ich dein Geschlecht erfahren will, ist alles gut. Mir ist es nur gerade aufgefallen. Bilder im Kopf. Ja. Spannend. Ist er, okay. Ist er. Danke. So, Konservative und Religiöse finden das richtig doof. Okay. Sag doch mal, hast du eine bestimmte Richtung, die dir mal gefallen würde? So Recht und Ordnung, Transport, Außenpolitik, Sozialleistungen, Wirtschaft oder Steuer? Kannst ja mal sagen. Ansonsten, unser Überschuss ist zurückgegangen, aber wir haben auch Steuern gesenkt, Anreize für die Wirtschaft geschaffen, unsere Staatsschulden schrumpfen weiter, unser BIP bleibt konstant, obwohl die Weltwirtschaft schrumpft. Das ist großartig. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das alles ausgewirkt hat. Atemwegserkrankungen gehen langsam zurück. Der Ärztestreik ist vorbei. Das hebt. Was bringt? Ich versuche es gerade zu erkennen. Sind es 93 Millionen, die uns das kostet? 93 Millionen und minus 25% auf die Gesundheit. Wenn das wegfällt und Meinung der Eltern, wenn das wegfällt, da haben wir einen super Boost für das hier, weil die Gesundheit wirkt sich nicht direkt hier drauf aus, aber sollte eigentlich. Und das hier wird auch sicher positiv davon beeinflusst. Die überfüllten Krankenhäuser gehen langsam zurück. Nachfrage in der Gesundheitsversorgung, da steckt auch die Gesundheit direkt drin. Ähm,
Naja, also The Real Panse sagt gerade, Transport wäre interessant, aber ich bin erst seit Reinis Stream da, deswegen weiß ich aktuell nicht, was da passiert. Die ganzen Politikfelder, wir haben im Prinzip überall Baustellen. Wenn du sagst, guck mal bei Transport, dann gehen wir jetzt gleich bei Transport rein und werden da was finden. Also, es ist wie hier im Prinzip, da haben wir das Süßigkeitenladenproblem. Wir können überall an den Reglern drehen. Wir müssen uns nur schlau überlegen, wo wir als nächstes anfangen. Deswegen ist das so ein Gespringe jetzt gerade eben gewesen, wie du es gesehen hast. Transport haben wir auch schon lange nicht mehr drauf geguckt. Mhm. Definitiv. Ich glaube, das letzte Mal, als wir die Eisenbahn verkaufen mussten. Ja. Und das war beim letzten Stream. Also, na, wir haben hier ein bisschen reguliert mit der, mit dieser Initiative und wir haben auch die Biosprit-Subventionen eingeführt. Ja, noch nicht lange her, dass wir die Zuschüsse für Biosprit eingeführt haben. Wir haben hier auch neue Gesetze, was wir machen können. Kostenlose Busfahrkarten haben wir. Staatliche Fluggesellschaft. Wir haben die Bahn erst vor kurzem verkauft. Staugebühren könnten wir einführen. Subventionen für Schnellfahrstrecken. Okay. Gibt was auf Produktivität. Und Zuschüsse für sauberen Treibstoff. Subvention für schnell finde ich eigentlich. Also Produktivität ist natürlich sehr teuer. Mhm. Kostenlose Busfahrkarten ist halt auch für Bevölkerung im Rentenalter, ne? Also. Ist es noch so? Ja, hier unten. Gratis Busfahrkarten werden üblicherweise als finanzielle Hilfe für die Bevölkerung im Rentenalter ausgestellt. Es kann teuer sein, trägt aber zur Verringerung des Autofahrens und somit zu einer Reduzierung von Umweltverschmutzung und Staus bei. Manche sind jedoch gegen eine derartige Marktverzerrung. Naja, geringes Einkommen und Rentnerinnen-Einkommen steigt. Also ich würde schon sagen, dass es in die Richtung geht. Das ist nicht sehr teuer. Subventionen für Schnellfahrstrecken finde ich erstmal ganz knorke. Wir könnten aber auch nochmal hier reingucken. Emissionsbeschränkungen für Kfz könnten wir mal hochnehmen. Kfz-Nutzung würde das direkt und CO2-Ausstoß. Wie sieht es bei unserem CO2-Ausstoß aus? Wir sind quasi auf null. Der Real Panse schlägt auch vor, nochmal bei den Subventionen von der Elektromobilität zu gucken, wenn wir sowas haben. Und ich glaube, wir hatten irgendwas in die Richtung. Wir haben. Wir haben hier. Yeah. Okay, dann Zussmann, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für den Follow. Initiative für Elektroautos, da machen wir quasi ja, die Einführung eines standardisierten landesweiten Ladesystems für Elektroautos hat einen vermehrten Absatz dieser Fahrzeuge zur Folge. Durch den Anreiz zum Kauf eines Elektroautos reduzieren wir die Abhängigkeit unseres Landes nach Öl. Umweltschützerinnen freuen sich über jedes Auto, das kein Kohlendioxid in die Luft bläst. Das wäre das hier, das könnten wir steigern. Was wir auch haben, ist die Umstellung auf Elektroautos. Das ist halt da, wo wir gerade sind. Das steigt langsam nach oben. Das können wir aber nicht direkt beeinflussen. Aber, also wir können halt auch tatsächlich Zuschüsse für Hybridautos noch weitermachen. Aber wir haben eine eigene Initiative für Elektroautos. Die könnten wir steigern, ist aber relativ teuer. Also im Moment sind wir bei 570 Millionen auf knapp 700 Millionen gesteigert, sorgt das für eine Verringerung des Ölbedarfs um 1,4%. Der Umwelt kommt es zugute, aber nicht krass. Die
Umstellung auf Elektroautos steigt radikal. Könnte man machen, Kfz-Nutzung wird dadurch nicht geringer, aber der Ölbedarf sinkt. Ist so ein Regler, den ich... Weiß ich nicht. Kann man anfassen, aber wenn, dann würde ich den nur ein klein wenig nach oben ziehen. Eher. Und den komplett kostenlosen ÖPNV kriegen wir nicht hin. Das haben wir auch schon so ein bisschen dadurch nicht verspielt, das klingt auch komisch, dadurch, dass wir die Eisenbahngesellschaft verkauft haben. Ja. Beziehungsweise sie privatisiert haben. Also ich kann nochmal hier reingehen, zum Beispiel hier, wir haben Buszuschüsse. Wir könnten halt die Buszuschüsse ganz hoch drehen. Staus und Luftverschmutzung können reduziert werden, indem die Menschen mit dem Bus fahren statt mit dem Auto. Allerdings kann dies eine teure Option sein und manche AutofahrerInnen könnten sich über die Subventionierung eines Beförderungssystems, das sie nicht nutzen, ärgern. Ja, also AutofahrerInnen finden es nicht so gut. Wir könnten das halt voll hochdrehen. PendlerInnen finden es großartig. Busnutzung geht nach oben. Arbeitslosigkeit wird dadurch ein klein wenig gesenkt. Aber ist halt immer noch kein komplett kostenloser ÖPNV. Diese Option gibt es tatsächlich hier gar nicht, soweit ich weiß. Gucken wir mal gerade. Transport. Nee. Also komplett kostenloser ÖPNV gibt es tatsächlich nicht. Also eine Variante wäre, die Elektromobilität zu fördern. Ja. Da, The Real Panzer, du hast es in der Hand. Ich könnte mir auch noch das mit den Schienennetzen, mit diesen Subventionen für die Schnellstrecken gut vorstellen, weil uns das wahrscheinlich auch gerade für diesen Langstreckenverkehr ganz gut hilft. Ich fahre auch einfach, ich bin wirklich immer gerne mit der Bahn gefahren, auch wenn es lange nicht mehr passiert ist. Und insofern wäre das eine Option, wären das jetzt schon zwei Optionen? Fällt mir noch eine dritte ein? Das mit den kostenlosen Busfahrkarten kann man auch machen. Ja. Ja, solange die Schnellstrecken billiger als die PKW-Maut, die undurchführbare PKW-Maut für Ausländer ist. Ja, es ist auch immer... Ja gut. Aber ich glaube, wir haben uns schon sehr, sehr oft über den Bundesverkehrsminister unterhalten. Meistens den sogenannten Bundesverkehr... Entschuldigung. Er ist es. Er ist unser Bundesverkehrsminister. Aber jetzt muss er sich halt erstmal vom Untersuchungsausschuss verantworten. Und übrigens sind wir da auch wieder sowohl bei der Frage nach politischer Verantwortung als auch innerparteilicher Demokratie. Also hat die CSU niemanden anders? Aber das war eine rhetorische Frage. Ja, Subventionen für Schnellverstrecken finde ich auch gut. Ja. Du hast es in der Hand, Geburtstagsmensch. Also Subventionen für Schnellfahrstrecken, wir können die Elektromobilität fördern, wir können kostenlose Busfahrkarten für RentnerInnen einführen oder die Busse generell höher subventionieren. Das sind so die vier. Er nimmt die Schnellfahrstrecken, alles klar. Finde ich super. Das gibt uns hier direkt mal Hochgeschwindigkeitszüge, 260 km/h, D-Züge, Magnetschwebebahn, 320 km/h, Hyperloop, 550 km/h. Ich würde sagen, an der Grenze zu Hochgeschwindigkeitszug mit 2,5 Milliarden würde ich das machen. Wir haben einen Überschuss von 3,3, das frisst fast unseren ganzen Überschuss auf, aber... Kfz-Nutzung minus 11%. Arbeitslosigkeit, okay. Minus 2,2. Das ist jetzt für den Preis nicht besonders viel, aber Kfz-Nutzung hilft uns gerade wahnsinnig weiter. Ja. Und wir kriegen so noch einen kleinen Bonus auf Produktivität. Ja. Also ich empfinde das auch als teure, aber durchaus sinnvolle Investition. Gut. Dann bleiben uns noch 6
Mal gucken, was wir bei Sozialleistungen haben oder was für die Wirtschaft tun können. Nee. Öffentliche Dienste. Oder Recht und Ordnung, naja. Ich würde jetzt sagen, wir nehmen die 6 einfach mit, oder? Popularität. Ja. Und ich befürchte, dass mir so langsam die Augen zufallen. Merke ich. Ich werde langsam müde. Dann gucken wir mal, was. Also erstmal, Ärztestreik vorbei. Yay. Immobilienblase vorbei. Xenophobe Angriffe. Randalierende haben bei einer Demonstration gegen die Besetzung von Arbeitsplätzen mit Immigrantinnen ausländische Ladeninhaberinnen angegriffen. Die Ausländerinnen suchten an Andachtsorten und in Polizeirevieren vor den Randalierern Schutz. Die Xenophobie gegen Migrantinnen wird vermutlich andauern, da die Menschen über die hohen Arbeitslosenzahlen entrüstet sind. Okay. Und die Religiösen, das hat abgenommen wieder. So, 2 Sachen gelöst. Wir haben immer noch einen Überschuss. Überfüllte Krankenhäuser. Dauert einen Moment, bis das zurückgeht. Und das hier dauert auch einen Moment, bis das zurückgeht. Durch die beendeten Ärztestreiks. Die nicht konkurrenzfähige Wirtschaft geht runter. Unternehmerflucht, nichts passiert. Krise der illegalen Einwanderung geht auch runter. Wobei ich das doof finde, dass sie es Krise nennen tatsächlich. Und wir sind immer noch bei einem Überschuss und bauen Schulden ab. Weltwirtschaft sinkt weiter. Unser BIP bleibt konstant, was ich unglaublich großartig finde. Ja, aber Romy, wenn du sagst, dir fallen die Augen zu, dann... Ja, so ganz langsam. Können wir auch langsam mal hier einen Strich drunter ziehen. Ich sehe auch gerade, es ist 1:15. Das ist für mich auch... ich muss ja auch morgen tatsächlich noch einiges arbeiten. Ich habe sehr ereignisreiche Arbeitstage vor mir. Freitag und Sonntag habe ich jeweils einen 4-Stunden-Workshop über gute Vorträge halten und Wissenschaftskommunikation für andere WissenschaftlerInnen. Da muss ich noch ein bisschen was für tun. Dann würde ich sagen, machen wir so langsam den Sack zu, oder? Ich empfinde ehrlich gesagt auch gerade dieses positive Ergebnis jetzt mit dem Start in die neue Runde auch so einen schönen Moment, um ins Bett zu gehen. Ja. Das hat auch was damit zu tun, dass, naja, wir haben das schon anders erlebt. Ich erinnere, als wir Deutschland auf schwer gespielt haben und uns die Schuldenkrise komplett aufgefressen hat und unsere Bonität irgendwann sonst wo war. C. Wir waren die niedrigste Bonität. Genau, und das war einfach, ich glaube, die höchste Ausgabe waren die Zinsen, die wir zahlen mussten. Ja. Über 50%. Und das finde ich gerade sehr schön, einerseits zu merken, dass das Spiel ausgewogener wird mit der Entwicklung. Ja, das hier ist alles in der Beta-Version, muss man noch dazu sagen. Und wir folgen auch Cliff, dem Entwickler, und senden auch regelmäßig Bug-Reports, wenn wir was finden. Und es ist auch irgendwie schön zu sehen, wie sich da Sachen entwickeln. Und ich habe mich auch schon ein klein wenig ins Modding reingefummelt. Und da will ich auch was in der Richtung machen. Verraten. Ja. Wir dürfen das. Also, ich habe mich da reingefummelt. Wir haben noch ein paar Sachen vor. Ja, wir haben noch einiges vor. Ja. Ja, es ist ein verrücktes Jahr. Wir haben Wahlen, wir haben Sachen zu diskutieren, wir sind mitten in einer Pandemie. Ich glaube, uns gehen die Themen nicht aus erstmal. Das glaube ich auch nicht. Ja, dann kurze Vorschau, was denn so kommt. Morgen gibt es hier auf dem Channel wieder Stellaris, Orcs in Space. Oh, ich bin ein... Yeah. Oh, The Real Panzer, danke, dass du folgst. Dankeschön und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Nächste Woche gibt es wieder Dienstagspolitik mit Romy. Und nächste Woche Sonntag, am 21.02.,
wieder sonntags, gibt es den nächsten Stream von Plötzlich Wissen mit der Wissenschaftlerin Inga Marie Ramke und der Wissenschaftlerin Julia Schnetzer. Wir sprechen über alles, was mit Ozean und Meeren zu tun hat, spielen dabei auch Spiele und werden auch wieder ein Experiment machen. Wenn ihr Bock habt, kommt da auch gerne vorbei. Steht aber auch alles unten im nächsten Streams und so habe ich das aufgeschrieben. Das war genug Werbung. Genau, wir haben auch einen Discord-Server, sowohl Plötzlich Wissen als auch wir, wo Romy sich auch ein klein wenig rumtut. Wenn ihr mögt, steht auch im Twitch-Dings. Aber jetzt habe ich genug gesprochen, weil, wie es üblich ist für die Dienstagspolitik, hat das letzte Wort die wundervolle Politikwissenschaftlerin Romy Höhne. Bitte. Ach, danke. Ich bin jedes Mal wieder überrascht und jedes Mal denke ich wieder, warum bist du nicht vorbereitet? Allerdings ist es nicht schlimm, weil es eigentlich auch ganz schön ist, das nochmal zusammenzufassen. Es war mir ein äußerstes Vergnügen, heute dieses Spiel mit dir zu spielen, lieber André. Warte, du bist da oben, also muss ich das so sagen. Danke. Und vielen Dank denjenigen, die von Reinhard Remford den Weg zu uns gefunden haben und dass ihr geblieben seid. Danke fürs Mitmachen, fürs Mitdenken, fürs Mitreflektieren. So macht doch über Politik reden, mir zumindest doppelt viel Spaß und nun wird's Zeit fürs Bett. Tschüss. Kommt gut durch die Nacht.